Der Wald. Einer der letzten Zufluchtsorte mystischer und himmlischer Wesen. Und die Heimat von Elfen, Feen und Devas. Sie sind die wahren Wächter der Erde, des Wassers und der Luft. In den Böden, Gräsern, Pflanzen und Bäumen zu Hause beseelen sie die gesamte Natur. Entdecken sie unbekannte Sphären, tief verborgen und scheu vor den Blicken Unwissender und dennoch sichtbar für Menschen mit einem tieferen Verständnis und feinem Gespür für Wahrheiten. Werden sie Zeuge, wenn die Zeit andere Dimensionen annimmt.